Ich begrüße euch recht herzlich zur neuen Folge Xenoblade Chronicles X. Ich bin gerade mitten im Kampf gegen die Gegner, die wir für die eine Mission besiegen mussten. Ich muss sagen, ich habe offscreen nicht allzu viel gemacht, weil ich habe den Part hier jetzt direkt im Anschluss an den nächsten aufgenommen. Aber ich wollte schon mal für diese eine Mission ja ein bisschen die Gegner besiegen. Die sind auch alle hier an dem Fleck, also die sind wahrscheinlich extra für die Mission jetzt hier gespawnt und halt keinen, den man irgendwo finden muss oder so. Und ja, sind nicht wirklich schwer, wenn man auf dem entsprechenden Level ist. Und ist ganz nett, die zu besiegen. Gut, gehen wir jetzt wieder runter zu dem Typen, der uns die Aufgabe gegeben hat, die Monster zu besiegen, und gucken mal, was jetzt hier abgeht. Warte mal. Ah, hier unten einfach. Okay, das ist klar. Da ist der gute Kate wieder. Die wollen ja hier ein Wasserwerk bauen, weil in ULA das Trinkwasser ausgeht. Hi. Du bist zurück und du scheinst nicht einen einzigen Kratzer abbekommen zu haben. Ich danke dir im Namen des gesamten Teams. Es ist einfach besser für die Arbeitsmoral, wenn man nicht ständig befürchten muss, als Monsterfutter zu enden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, und könntest du das hier in Iowa geben? Das ist eine Wasserprobe. Sie hat zwar schon unzählige Tests durchgeführt, aber es scheint immer noch was zu geben, was sie herausfinden will. Okay, natürlich. Was Feines, Hochprozentiges brennen könnte, sehr schön. Okay. Mit Wasser anstoßen. Okay, alles klar. Das geben wir natürlich. So. Ja, machen wir. Okay, dafür muss ich nach New LA zurück, bestimmt. Richtig, ins Wohnviertel. Okay. Wo war sie denn? Wo war sie denn? Da ist sie. Okay, Wasserwerk. Dann geben wir das mal. Wir haben vom Wohnviertel gerade 6,66%. Was für eine Zahl. Also 6,6% erforscht. 6,6% erforscht. Bah. Gut, wo ist sie denn? Müsste nicht irgendwie stehen. Hallo? Da ist sie jetzt. So. Wir haben das Zeug, was du möchtest, Iowa. Jetzt muss noch laden, dann können wir es dir auch geben. Hey, Kate hat mir berichtet, dass du die Aufgabe erledigt hast. Saubere Arbeit. Und die Baustelle hast du auch gleich gesichert. Wie sollen wir das nur danken? Eigentlich hättest du dir eine fette Belohnung verdient, aber du weißt ja, wie man das mit unserem Budget ist. Ja, hier noch die Wasserprobe. Ah, und du hast mir eine Wasserprobe mitgebracht. Das ist Wasser aus dem See, ja? Ah, schon wieder so ein schäbiger Behälter. Wie oft muss ich denen noch sagen, dass die Proben luftdicht aufbewahrt werden sollen? Wahrscheinlich ist die Probe trotzdem brauchbar, aber Wasser ist nun mal ein kostbares Gut, mit dem man sorgfältig umgehen sollte, weißt du? Es ist die Grundlage allen Lebens und jeder Zivilisation. Wusstest du, dass die Aquädukte der Römer über 2000 Jahre lang genutzt wurden? Na dann, auf unsere Zivilisation. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dich mit Wasser bezahle, oder? Ich habe nur Spaß gemacht. Du bekommst deine Belohnung, keine Sorge. Ja, das ist Wasser. Da, ja, klar. Dankeschön für Wasser. Nehme ich. Okay, damit wäre die Mission auch beendet. Wundervoll. Ja, und mehr habe ich offscreen nicht geschafft. Oder nicht gemacht, weil... Ich weiß auch nicht. Ich dachte mir jetzt so, okay, du hast jetzt noch Zeit und ist noch ein Part auf heute. Und ja, was machst du? Du besiegst schnell noch die Gegner für die eine Quest. Dann hast du das schon mal gemacht. Und mehr habe ich eben nicht geschafft. Was ist denn hier für eine Harmonie-Mission? Ach, die habe ich sogar auf dem Gamepad drauf. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Aber die mache ich jetzt nicht. Ich will erstmal mich um die normalen Missionen kümmern. Ich kann mir zwar vorstellen, was das für eine Harmonie-Mission sein wird, aber wir machen erstmal die normale Mission weiter. So, Moment. Was haben wir jetzt alles noch offen? Also der Blutturmer ist klar. Das wird noch ein bisschen dauern, was wir den machen. Hier brauchte ich noch den Ionenmotor. Okay, alles klar. Den gibt es auf jeden Fall in Noctilum. Ich glaube, das war irgendwo weit im Norden, wenn es mich gerade nicht täuscht. So, ich habe mir gerade nochmal den Kommentar rausgesucht. Ja, der Ionenmotor ist ganz weit im Norden. Also so weit, wie wir momentan kommen. So, bei einem Knotenpunkt. Ich kann mir auch vorstellen, welcher Knotenpunkt gemeint ist. Deswegen
laufen wir da mal hin, weil den Knotenpunkt haben wir auch noch nicht aktiviert, deswegen wäre das auch ganz praktisch, den direkt zu aktivieren. So. Es ist bloß die Frage, wie komme ich hier weiter? Ich müsste jetzt da irgendwo nach oben. So, Moment. Nee, gegen den Vorfax kämpfe ich jetzt nicht. So. Wo die Insidia sind, oder die Insidiae, ist ja die eigentliche Mehrzahl für die eine Mission, das weiß ich inzwischen auch. Ja, du gehst mal ganz kurz weg, dass du mich jetzt hier nicht nervst. Wir machen sogar, komm, wir machen mal einen geilen Overdrive, warum nicht? Um mal ein bisschen abzugehen damit irgendwie. So. Und ja, sehr schön. Er ist vielleicht weg, wundervoll. Okay, perfekt. Und wir bekommen irgendwas Spannendes. Okay. Ich glaube, in dem Bereich hier waren wir auch noch nie so wirklich. Kann das sein? Da oben ist auch irgendein gelbes Ding, ein gelber Punkt, aber da komme ich gar nicht so einfach hoch von hier aus. Rennen wir erstmal hier weiter, da ist noch ein Puge. Ich ignoriere jetzt mal. So. Hier ist auch irgendwo ein Schatz. Kann ich den schon holen? Jupp, sehr schön. Mehr Schätze sind immer gut. So, Lotusfried. Alles klar, sehr schön. Oh Gott, Level 24. Das könnte jetzt spannend werden gegen den. Wir probieren es einfach mal. So. Vielleicht soll ich meine SP-Attacken nicht raushauen, weil eventuelle Wiederbelebungsmanöver gebraucht werden können in diesem Kampf hier. Deswegen gehe ich jetzt mal nicht auf die SP-Attacken. So, jetzt habe ich natürlich das gerade schon ausgeführt, die Attacke. Was soll's. So, oh Gott. Lau, nicht sterben bitte. Das wäre voll super. Nee, das ist nicht Lau. Und dann ist tot. Ja, ein bisschen mehr SP wäre jetzt schon relativ schön. Hätte ich mal vor den Overdrive eingesetzt. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Warum läuft er jetzt so weit weg? So, die Hälfte der SP haben wir schon mal. So. Das war zu früh. Ich bin halt echt schlecht bei diesen Ringen in dem Spiel, aber ich glaube auf jeden Fall besser als im ersten Teil noch. In Teil 2 waren die echt am einfachsten. Da war es echt nicht so schwer. So. Ich könnte den jetzt noch wiederbeleben. Auch wenn es eigentlich keinen Sinn mehr macht, aber trotzdem. Okay, egal. Hab ich nicht mehr gekriegt. Was soll's. So. Wo ist denn das, der gelbe Punkt hier in dem Gebiet? Er ist da oben drauf. Komme ich hier hoch irgendwie von hier drin? Ja, sieht so aus. Oh ja, stand auch ein Gegner drauf, oder? Boah, Kamera hier. Ja. Kann ich an den vorbeischleichen? Kann ich mir nicht mal in die Richtung laufen? Okay. Da muss halt sterben. Nochmal Overdrive, let's go. Hau halt einfach drauf. Warum nicht? So, tschüss. Meine Güte. Bist du nervig gewesen. So. Kämpferpistolen 2 als. Und Level Up. Sehr schön.
Archäologie Stufe 1. Oh, das muss ich auch erhöhen. Es geht noch so langsam, das alles aufzumachen hier. Okay, perfekt. Weiter geht's. Weiter geht's in Richtung Norden. Ja, wenn ich das Item einsammeln würde hier, ist eh nur eine Bleispinne. Was ist das denn hier? Sieht auch spannend aus. Ach ja, das Ding, das hast du untersuchen. Ich dachte, das wäre das Ding hier. Interessant. Steht da einfach mal so ein riesiger Kasten in Noctilum rum. Wer kennt's nicht? So. Dann sind wir auf jeden Fall in einem neuen Gebiet jetzt hier. Oh, voll der schöne Wasserfall hier. Oha. Das sieht ziemlich krass aus auf jeden Fall. So, oberer Flüsterstrom. Hier waren wir definitiv noch nie. Und hier müsste es jetzt zu dem besagten Datensondenpunkt gehen. Wobei, nee, der ist weiter. Der ist eher in der Richtung hier. Egal, ich gucke mich hier mal um, wenn ich gerade eh schon hier bin. Da ist irgendein Stufe 50 Gegner. Virago. Hi. Ich hoffe, du hast keinen Bock, mich irgendwie zu zerfleischen. So, wir haben noch eine Gummimango. Mehr ist hier nicht. Ich könnte jetzt hier runterspringen. Aber ehrlich gesagt will ich, dass ich da ist. Zwar ein Schatz, aber dann müsste ich halt hier wieder hoch. Kann ich? Könnte ich an diesen komischen, ich nenne es halt Pilzen hochspringen? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Deswegen, ich probiere es gar nicht erst. Ich probiere es gar nicht erst. So. Guten Tag, Nick. Wie geht's? Ja, gut. Heute ist ein sehr schöner Tag hier in Noctilum. Alles wunderhübsch hier. Sehr groß, sehr mächtig. Gefällt mir. So, hier ist auf jeden Fall so ein bisschen Wasser. Da liegt ein bisschen was im Wasser rum. Und mein Gamepad blinkt. Der Home-Knopf. Himmelsfall, sehr schön. Oh, da ist das Zeug. Hey, das nehme ich doch gern an, weil dann können wir die Mission auch beenden. Das ist doch wundervoll. Und da hinten läuft ein riesiger. Ist das eine, So eine. Wie heißt nochmal? Genau, Snicola. Ja, ich glaube, ich will hier noch nicht sein. Wenn ich mir die ganzen Gegner hier angucke. Und das ist der Datensondenpunkt. Aber das ist nicht der, den ich meinte. Oh, und jetzt, hier ist auch die Ionenschubdüse. Oder hier sind die auch, besser gesagt. Ja, ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier gleich von den Gegnern zerfleischt zu werden, aber was soll's? Ich versuche mal hier ein bisschen mich umzugucken. Und am besten hier das Ding aktivieren, dass ich, wenn ich sterben sollte, hierhin zurückgesetzt werde. So. Ja, sehr gut. Sehr gut, wir haben eine Datensonde installiert. Hi, du guckst mich gerade voll an. Ich habe ein bisschen Angst, weißt du das? So, wir brauchen weitere Ionenschubdüsen. Hi, Stufe 74. Du bist gar nicht groß oder so. Und hier unten sind noch, ist das kleinere Gegner noch oder was? Die 60er da. Ja. Die erkennt man kaum bei diesem. Bei diesem riesigen Vieh. Holy shit. Da schleudert er mich auch weg. Als ob ich nichts wäre. So eine kleine Fliege, die ihn gerade angreift oder so. Holy shit. Oh Mann. Ich liebe Noctilum. Hier gibt es so viele wundervolle Kreaturen, die mich mit einem Kick umbringen könnten.
So, ja, ich hätte ganz genau so ein paar Ionen-Schubdüsen oder wie man das Zeug hieß. Und es wäre auch sehr schön, wenn ich den Ionenmotor finden würde. Hätte ich absolut nichts dagegen. Wäre ich sehr dafür. Hi, wer immer du bist. Ist mir eigentlich vollkommen egal. So, so ein Ding. Ist hier noch irgendwo ein Item oder so? Sieht nicht so aus. Oh, ich habe so Angst, bei dieser Dingstank zu laufen, mit dem Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, gib mir das Item, bitte, 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 bitte. Oh, das ist nicht mehr eins gewesen, was ich brauche. Renn weg! Und tschüss. Und tschüss. Ja, hear me, hurry, das wird nichts mehr, glaube ich. Das wird nichts mehr, das kannst du vergessen, dass du geheilt wirst. So, es sind jetzt die Items neu gespawnt. Das wäre natürlich voll super, weil dann könnte ich meine Ionenschubdüsen neu einsammeln. Ich glaube, wenn ich mich wieder hinporte, spawnen die doch neu, oder? Ich hoffe es einfach mal gerade insgeheim. Weil dann könnte ich die neu einsammeln. Oh, sieht nicht so aus. Ich verlasse mal ganz kurz das Gebiet. Ich gehe mal in ein komplett anderes Gebiet. Und gehe dann wieder dorthin. Einfach nur, weil ich die zum Spawn bringen möchte. So, ich gehe einfach nach Oblivia kurz. Warum nicht? Dann gehe ich wieder dort hinten hin. Und hoffe mal, dass diese Ionenschubdüsen da wieder spawnen. Das wäre sehr schön. Dann könnte man die Mission auch weitermachen. Ich weiß zwar nicht, ob ich dafür noch irgendwas brauche, aber es wäre schon mal ein Anfang für die Mission. So. Natürlich regnet es jetzt hier, aber es ist kein böser Regen, der mich umbringt. Wo ich gerade schon mal hier bin, nehme ich die beiden hier mit. So. Und wieder zurück. Weil ich weiß auch voll Bock, hier weiter zu erkunden. Hier brauchen wir auch noch Items und sowas für die ganzen Quests. Und ich muss ja auch für die Hauptstory. Ne, Quatsch, für die Hauptstory musste ich noch Noctilum erkunden, stimmt. Aber für die eine Mission musste ich hier 30% erforschen. Aber das kann echt noch dauern, weil ja, nur mit Datensondenpunkten reicht das halt nicht. Wir müssen ja auch ein paar Segmente hier erforschen und so. Ja, irgendwo finde ich ja hier Mia, das weiß ich. Falls sie sich zeigen will, kann sie gern machen mit ihrer Mission. Die würde mir bestimmt auch helfen, weiter zu erforschen. So. Hier ist halt überall nur Zeug, was ich nicht für die Mission brauchte. Ja, ich weiß ja prinzipiell, wo ich das. Oh, Königsfeld, das ist schön. Wo ich das Zeug finde für eine Mission. Diese Sand. Nee, die Sandsteintafel hatte ich schon. Was war das nochmal? Egal, ich weiß auf jeden Fall, das war an irgendeinem Ufer, wo ich mal lang gelaufen bin. Da lag das rum, was ich brauchte. Ich liebe den Soundtrack hier so sehr. So. Ja, ich denke mal, ich gehe jetzt wieder zurück nach Noctilum. Eventuell ist das Zeug als der gespawnt, was ich dafür brauchte. Das wäre zumindest sehr schön. So. Wir können auch gerne hier ein paar neue. Da ist eine Sandsteintafel, aber die Mission habe ich ja schon abgeschlossen mit Sandsteintafeln. Wir können auch gerne hier noch ein bisschen Zeug finden, das für die Erforschung helfen würde. Oh nein! Insidia, ja super. Die brauche ich Noctilum und nicht hier die Insidias. Aber wie gesagt, da weiß ich ja inzwischen auch, wo die vorkommen. Können wir uns ja auch gleich drum kümmern. Aber wir haben einfach so viel zu tun, Leute. Wir haben so viele Missionen zu tun. Und was mache ich stattdessen? Durch Oblivia laufen und Punkte einsammeln. Venus-Fossil. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Hm. Ja, komm, wir gehen jetzt zurück nach Noctilum. Wir gehen erstmal dahin, wo die Insidia vorkommt, sondern ich weiß auf jeden Fall, dass die
da vorkommen, wo wir gegen Goethe gekämpft haben. Zumindest nach einem Kommentar. Deswegen guck mal da mal, würde ich sagen. Und schon wieder 21 Minuten. Wie schnell die Zeit vergeht. Ich gucke auch immer irgendwie bei genau 21 Minuten auf meine Aufnahme Zeit. Also nicht genau, es sind nicht genau 21. Gerade hat es zu 22 Minuten gewechselt. Aber davon ist ja nicht alles im Part drin, weil vor allem zu Beginn habe ich immer so ein bisschen. Die ersten 30 Sekunden der Aufnahme sind eigentlich nur dafür da, dass ich das synchronisiere quasi. Also meinetwegen, das mache ich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Bei manchen Spielen summe ich kurz die Musik so ein bisschen mit und synchronisiere das dadurch. Bei anderen gehe ich irgendwie ins Menü und mache da so links, rechts oder so und synchronisiere das damit. Die Aufnahme halt, meine Stimme zur Aufnahme. Und das ist dann eigentlich meistens die ersten 30 Sekunden. So, ich glaube, das hier konnte ich ja nicht machen, oder? Das war ja genau. Noch, da brauche ich mein Spezialwissen. So, wo war nochmal die Stelle, wo wir gegen Goethe gekämpft haben? Nein, du darfst nicht, Erik. Das erlaube ich dir nicht. So, und ja, ich weiß den Namen der Insekten... Insekten. Was laber ich? Der Tentakelfrau wieder. Ich habe jetzt nur Insekten gesagt, weil hier die Skirpo ist. Und Skirpo ist halt für mich Insekt, deswegen habe ich Insekt gesagt. Ah, oh Gott. Tentakelfrau. Aber ich finde den Begriff Tentakelfrau auf jeden Fall schöner als... Goetia. Ich finde eigentlich den Namen Goetia vom Klang her... echt ganz schön, aber ich kann sie halt absolut nicht leiden. Und deswegen hat sie so einen schön klingenden Namen eigentlich gar nicht verdient. Ich finde auch der Name Lara Fia aus Xenoblade 1 klingt eigentlich relativ schön vom Klang her, aber die Person ist halt nicht so schön wie ihr Name, sag ich mal. Ja, wobei vom Aussehen her finde ich sie eigentlich relativ hübsch. Level 4 aus Xenoblade 1. Aber charakterlich ist sie halt nicht wirklich cool. Ach ja, das war auch so ein Charakter, da wusste ich mal von Beginn an, dass da irgendwas nicht stimmt bei ihr. Aber egal. So. Gehen wir weiter. So, ich bin auch schon viel zu weit für da, wo ich gegen Goethe gekämpft habe. Tentakelfrau. Mal hier runter wollte ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, aber okay. Ich glaube, hier unten waren wir sowieso noch nie. Kann das sein, oder? Ha. Ich weiß nicht, ob ich hier unten schon mal lang gelaufen bin. Kann sein. Das ist ein Stufe 8 Gegner. Wie süß. Aber, ja. Was greifst du mich denn jetzt an? Du bist Stufe 7. Du bist Stufe 7. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Okay. Wenn du nicht sterben willst, gerne. Habe ich halt absolut nichts dagegen. Den Wunsch erfülle ich dir gern, aber ich weiß nicht, was das gerade soll. Vor allem, ich habe jetzt nur ein EP bekommen. Was feiert Backwards Lin? Egal. So. Da oben ist ein Schatzdingens. Jetzt mache ich wieder überhaupt nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Das ist auch wieder witzig. Ich lenke mich ständig von irgendwas ab. Oh Gott, das sind schon über 44 Gegner. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich sehe mich hier gleich schon zerfetzt am Boden liegen. Wenn mich irgendein Gegner angreift. Ja, ich glaube, hier hoch komme ich nicht. Ich bleib hier in den Büschen, da bin ich voll gut getarnt. So, hier hochzukommen wird spannend. Das wird, glaube ich, nix. Und ich bin, glaube ich, gleich ziemlich tot. Oh ja.
Ich versuche mal wegzurennen. Au, oh Gott, Hilfe. Okay, gehen wir jetzt dahinter, wo ich vorhin den Datensonnenpunkt aktiviert habe. Wo war das nochmal? Hier war das. Dass wir unsere schönen Sachen einsammeln können, die ich für die Mission brauche. So. Vielleicht finde ich sogar jetzt hier einen Ionenmotor. Das wäre wundervoll. Aber die Items sind jedenfalls wieder gespawnt. Deswegen gibt mir einfach die Ionenschubdüsen los. Keine Perlmutter. Was? Mutterfutterplatte. Perlmutterfutter. Um wie viel Wetten mir das von den Knoppern benannt wurde? Perlmutterfutter. Oh Gott. Hier liegt ja noch genügend Krimskrams rum. Jetzt darf mich bloß das riesige Viech hier nicht sehen und alles ist wundervoll. Keine Nachtlibelle, ich will mein Zeug haben, meine Ionenschubdüsen. Kotoa-Platz. Ich glaube, hier hinten liegen die gar nicht mehr rum, wo ich gerade meine Runden drehe. Kann das sein? Aber unter seinen Füßen lag doch vorhin eine, oder? Oder Händen, was auch immer. Scheinbar nicht. Oh Mann. Oh Mann. Schon wieder so eine Mutterfutterplatte da. So 6 von 8, sehr schön. War nicht hier gerade noch ein Item? Ach da, ich bin voll vorbeigelaufen scheinbar. Wampenprimat. Was zum Teufel? Oh Mann. Komm, es gibt mir noch 2 von diesen Düsen. Dann bin ich dir ewig verbunden, Spiel. Hier liegen noch 2 Items rum. Eins davon ist doch bestimmt eine Mutterfutterplatte wieder. Komm, sei du jetzt wenigstens eine Düse. Oh Gott, Hilfe. Ich sehe gleich schon vor mir, wie mich das Vieh zerquetscht. Da hinten ist ein Schatz. Ich will ihn eigentlich haben. Aber ich glaube kaum, dass ich zu ihm hinkomme. Jetzt sehen wir mal, wie der Simius hier was frisst. Sehr schön. Habe ich offscreen auch schon mal beobachten dürfen. Aber bei den Simiusen, die nicht so hochlevelig, wie heißt das Wort? Hochlevel. Ihr wisst, was ich meine. Hochgelevelt waren. So, da vorne ist noch ein Item, was ich einsammeln könnte. Bitte lass das einfach meine Ionenschubdüse sein. Oh Gott, wie das Vieh da hochspringt aus dem Wasser. Ja, jetzt noch irgendwie das, was hier auf dem Dings drauf ist. Komm. Nee, ich glaube, im Wasser kommen die nicht wirklich vor. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Weil, ja, was sollte so ein Ding im Wasser machen? Wieder ein Wampenprimat. Sochaguave. Aber eine Sache können wir heute auf jeden Fall machen. Wir können die Noppa-Mission beenden, wo wir die das andere Item brauchen, was ich vorhin eingesammelt habe. Das mit H. Irgendwas mit H hieß es doch. Und mein Depot ist wieder ausgelastet. Uncool. Yes! Sehr schön. Okay, perfekt. Dann können wir auch zu Kirsti zurück. Das mache ich beides heute noch. Auch wenn der Part schon wieder 31 Minuten lang ist, das mache ich heute noch beides. Also erstmal Noppon. Erstmal Noppon. Wo war das nochmal? War das das hier? Ja, genau. Da muss ich wieder zu Noppon-Karawane zurück. Schnellreise dahin und gut ist. So, da bin ich wieder. Wo ist er denn? Spawnt er noch? Ist noch nicht da. Da ist er. Nur so.
Verkäufe immer noch lausig. Nur so braucht unbedingt beliebtes Produkt. Klar, das ist sonst bald Geschichte. So, natürlich habe ich das. Ja, bitteschön. Bitteschön und bitteschön. Ist super nett von Freunden. Jetzt braucht nur so nur noch zwei leuchtende Federn oder zwei flauschige Büsche. Ja, ich bring's dir. Nur so weiß grenzenlose Geduld von Freund zu schätzen. Was Freund bisher gebracht hat, waren allerdings nur Rohmaterialien. Ohne leuchtende Federn, ja, ist gut. Bla bla bla. Machen wir, machen wir. Strahlende rote Mützen. Okay. Winzig und süß. Putzniedlich. Okay. Alles klar. Gab's nicht aus einer Mission im Turner-DLC, wo man irgendwie. Habe ich alles schon, sehr schön. Wo man irgendwie, Mode machen musste bei den Noppern. Ich glaube ja. So. Hier, flauschige Büsche. Viel Spaß damit. So. Opa-Pon von Freund. Von Freund-Pon, von Cousin-Pon. Ja, das haben wir schon mal gehört. So. Pudelmütze. Okay. Große Werbekampagne. Soll ich die auch noch machen? Soll ich sie für dich aufsetzen vielleicht? Nein, scheinbar nicht. Sehr gut. Oh Mann. Okay, sehr gut. Und jetzt einfach die spawnt und da ist er wieder. Ah, jetzt hört sie sich sogar auf. Oh, wie süß. Aber ich kann nichts damit zu sagen, deswegen rede ich gar nicht mit dir. Okay, alles klar. Dann gehen wir zu unserer Kirsti, würde ich sagen. Und dann beende ich den Part für heute. So, das war die Mission hier, genau. Dann gehen wir nach New LA. Nicht Primordia, Quatsch. Verwaltungsbezirk. Wo stand sie denn nochmal? Da unten. Da ist kein Reisepunkt, wo sie ist. Habe ich halt mal einer Nähe genommen. Das ist nämlich der übel, Kirsti, dass du nicht direkt beim Reisepunkt stehst. Das ist nämlich der sehr übel, ja, ja. Ich meine, es sind halt bloß ein paar Meter weiter, aber ich nehme es trotzdem übel. Nein, Spaß. Wir sind hier alle richtig freundlich. So, dann haben wir ein weiteres Segment gleich erforscht. Das ist doch auch sehr schön. Wir kommen auf jeden Fall voran, Leute. Wir kommen voran. Mit Missionen. So. Ich vergesse immer wieder, was für das Ding hier die Anforderungen waren. Ah, das geht jetzt mit Mechanik 4. Stimmt, sehr schön. Und da haben wir das Segment auch erforscht, endlich mal. Wundervoll. Guck mal einer an. Guck mal einer an. Schatzsucher, mal als Trophäe bekommen. Wundervoll. Hallo, Kirsti. So. Vielen Dank. Sieht aus, als wäre das alles. Das Material, das du gesammelt hast, wird die kaputten Skates in Schuss bringen und dafür sorgen, dass die Ausrüstung unserer Blades wieder total los funktioniert. Danke besonders für den Datenträger. Ich werde dafür sorgen, dass umgehend mit der Analyse begonnen wird. Okay. Ja, erkunden wir uns mal. Da sind geheime Daten zu einem Projekt drauf, an dem ich früher mal gearbeitet habe. Ich fürchte, mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Langweilig. Das heißt, na schön, vielleicht kann ich dir doch ein klein bisschen was dazu sagen. Also, der Datenträger. Der verbindet mich gewissermaßen mit einigen meiner liebsten Kollegen. Wow. So, das hier ist also für dich. Ich glaube, deine Unkosten sind damit mehr als gedeckt. Ja, ein bisschen Zeug. Dankeschön dafür. Ihr seid in Ressourcen, die wir abbauen können, zu zahllosen Gegenständen weiterverarbeiten werden, die der Sicherheit von ULA nutzen. Was? Ach so, die wir abbauen können. Ja, ich habe es falsch gelesen gerade. Ich hoffe, du verwendest das Frontinav auch weiterhin, um allerlei und neue Mineralien und Ressourcen ans Tageslicht zu holen. Natürlich. So, wir sind alle darauf angewiesen. Ja, ja. Okay. Ja. Okay. Damit ist die Mission auch beendet. Perfekt. Gut. Im nächsten Part von Xenoblade Chronicles X geht es dann weiter mit. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wir machen halt mal wieder eine Harmonie-Mission. Wahrscheinlich nicht genau die, die wir für die Story machen müssen, aber wir haben ja noch einige. Und ich werde off-stream wahrscheinlich mich um die Mayday-Mission hier kümmern. Silberes Kaktusharz. Ja. Das mache ich jetzt auch direkt nach dem Part hier. Und den Verschein-Transport. Ja, ich muss halt noch den Ionenmotor finden.
Das werde ich wohl auch offscreen suchen dann. Okay, alles klar, gut. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein im nächsten Part von Xenoblade Chronicles X. Bis dann, ciao. Euer V-Roll, tschüss.